Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Heute soll es um eine Uhr gehen, die eine in gewisser Weise sehr besondere Uhr ist, weil sie die moderne Fortschreibung einer Ikone der Uhren ist. Und zwar ist es die moderne Interpretation der Casio DW5000C1A von 1983. Wenn ich gerade so ein klein wenig über die Kamera schaue, dann liegt es daran, dass ich dort einen Spickzettel platziert habe, weil ich diese kryptischen Modul- und Uhrenbezeichnungen nicht auswendig kenne. Die DW5000C1A von 1983 war die erste G-Shock von Casio, sozusagen die Ur-G-Shock. Eine Uhr in einem Plastik-Kunststoff-Resign-Gehäuse, stoßabsorbierend gelagert bis 200 Meter wasserdicht und mit den Grundfunktionen Uhrzeit-Datum-Stoppuhr versehen, hat sie sich über die Jahre zu einer unglaublichen Erfolgsgeschichte entwickelt und hat zu einer beinahe unüberschaubaren Vielzahl an Folgemodellen geführt, die aber in der Regel dann rund und wesentlich dicker waren als das Uhrmodell. Die heutige Interpretation dieses Uhrmodells hat auf Wunsch, also optional, einen Funkempfang und damit eine stets atomar genaue Uhrzeit und ein Solarmodul, sodass man sich auch um die Batterielaufzeit keine Sorgen machen möchte. Die genaue Modellbezeichnung der Variante, die ich euch vorstellen möchte, blende ich euch ein. Ich möchte in diesem Video sowohl meinen persönlichen Eindruck, Vor- und Nachteile, Stärken und Schwächen zeigen und ebenso möchte ich die Uhr auch einem etwas ungewöhnlichen Härtetest unterziehen, der am Ende des Videos kommt. Wer also darauf neugierig ist, der spult am besten vor oder aber hat etwas Geduld und schaut sich das ganze Video an. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen. Wenn ihr Bemerkungen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal oder verschickt den Link an Freunde, Bekannte, Verwandte, für die das Video eventuell auch interessant sein könnte. So, aber nun geht's los. Das ist das gute Stück. Man kann beim genauen Hinsehen schon erkennen, dass es sich hierbei um die moderne Variante handelt. Hier steht TAF Solar und hier oben steht Multiband 8. Damit ist klar, es handelt sich um die Funkuhr und um eine Solaruhr, also nicht das Originalmodell. Auch farblich ist die moderne Interpretation ein klein wenig anders gestaltet als die allererste G-Shock. Nicht geändert hat sich, dass dieses Modell mit relativ kleinen Drückern ausgestattet ist. Und das fand ich anfangs sehr, sehr unangenehm, weil ich immer versucht habe, mit den Fingernägeln zu drücken. Und das war für mich immer eine unglaubliche Fummelei. Mittlerweile muss ich sagen, ich nehme einfach den ganzen Finger und drücke etwas beherzter drauf und das funktioniert auch. Man muss ein bisschen fester drücken, aber das ist nicht so schlimm. So, wenn ich jetzt gleich einmal durch bin, zeige ich euch auch die Funktionen im Einzelnen. Das ist also die Hauptansicht, die die Uhrzeit anzeigt mit Stunden, Minuten, Sekunden. Hier oben den Wochentag in Englisch, das Datum auf Englisch und hier eine Indikation. Kann man da ein bisschen näher ran? Ja. DST, Daylight Savings Time, also die Sommerzeit ist eingestellt. Und AEL, automatische Beleuchtung. Wenn ich die Uhr drehe, sollte das Licht angehen, was vielleicht jetzt im Hellen nicht funktioniert. Hier kann man den Ladestand erkennen.
H steht für High, ist also voll geladen. Ich muss mir keine Gedanken machen. Die Funktionen sind nicht so umfangreich wie bei anderen Uhren. Dafür handelt es sich um eine relativ kleine und unscheinbare G-Shock. Die Uhrzeit ist das Startfenster und wenn ich von dort weitergehe, dann komme ich zunächst einmal auf die Weltzeitanzeige, wo ich mir unterschiedlichste Zeiten von unterschiedlichen Städten der ganzen Welt anzeigen lassen kann. Ein nächster Klick bringt mich zu den Alarmen. Es lassen sich, glaube ich, 5 verschiedene Alarme einstellen, ein Stundensignal. Alles das brauche ich nicht. Mir ist das Piepen zu leise. Ich überhöre es sowieso. Insofern ist das eine Funktion, die ich nicht benutze und zu der ich auch nicht allzu viel sagen kann. Ich bräuchte sie gar nicht. Wegen mir könnte man sie auch abschaffen. Hier kommt die Stoppuhr. Das ist eine Sache, die ich deutlich häufiger nutze. Ein Countdown-Zähler, hier könnte ich eine Zeit einstellen und dann von 3, 5 oder 10 Minuten rückwärts zählen lassen, zum Eierkochen, zum Intervalllaufen beim Sport, wofür man auch immer eine rückwärts zählende Stoppuhr benötigen könnte. Und ein letzter Drücker bringt mich wieder ins Hauptmenü. Ihr seht, da ist gar nicht so wahnsinnig viel an Funktionen. Das lässt sich auch ohne Handbuch gut rausfinden, was mir vom Grundsatz her sehr sympathisch ist. Die Rückseite ist G-Shock typisch mit einer Metallplatte verschraubt. Ich schaue mal, ob ich das Modul hier erkenne. Da ist es. Das ist das Modul 3159, falls es einer nachlesen möchte. Und auch die exakte Modellbezeichnung dieses Modells hier. Es ist die GWM 5610 in der Version Funk Solar. Shock Resist, das haben alle G-Shocks, ist ein Markenzeichen von G-Shock. Und ich glaube, ich hatte es auf der Vorderseite noch nicht erwähnt. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht. Ich möchte euch noch zeigen, wie sie an meinem Arm aussieht. Aktuell habe ich die SIM 556IB am Feingliederband montiert. Ich habe sie an, Punkt. An meinem Arm werden keine Uhren montiert. Und das ist die für eine G-Shock kleine Uhr verglichen mit der 556. Zeigt sich, dass klein immer eine Frage der Relation ist. Verglichen mit der 556 ist sie durchaus eine große Uhr. In der G-Shock-Familie ist sie eher den unscheinbaren, kleinen, leichten und dünnen zuzuordnen. Ja, sonst kann ich zu der Uhr nicht viel sagen, außer dass das Band funktional ist, aber auch nichts anderes. Es ist relativ steif. Ich habe G-Shocks gesehen, die hatten bessere und weichere Bänder. Aber in der Preisklasse um 100 Euro plus minus, da möchte ich wirklich nicht meckern. Angesichts des Preises von ja, irgendwas zwischen 95 und 115 Euro, je nachdem, wo man zuschlägt und wie lange man sucht, ist das eine wirklich ausgesprochen tolle Uhr, ideal für den Urlaub, für den Garten, wenn es mal etwas härter zur Sache geht und man nicht großartig Rücksicht nehmen möchte. Eine Sache möchte ich noch erwähnen und ich hoffe, das wird auf dem Video deutlich. Ich habe, wie ich eben gezeigt habe, AL, Auto Backlight, aktiviert. Und da diese Uhr sich über Solar auflädt, hat Casio vorsorglich einen Energiesparmechanismus eingebaut. Die Beleuchtung ist nicht besonders lange an. Ja, so geht es wahrscheinlich. Ja, also länger kann ich sie auch nicht einstellen. Bei anderen G-Shocks lässt sich das Intervall der Beleuchtung einstellen, bei dieser Uhr geht das nicht. Wenn ich wach bin, die Augen sich eingeschaut haben und der Fokus justiert ist, reicht diese Zeitspanne absolut aus.
Wenn ich sie aber nachts trage und in der Nacht mal wach werde und wissen möchte, wie spät es ist, dann muss ich schon manchmal 3, 4, 5 Mal draufdrücken, bis sich meine Augen an die Entfernung und das Display gewöhnt haben und ich die Zeit einigermaßen scharf sehe. In diesem Punkt hat sich die Energiesparfunktion und das kurze Beleuchtungsintervall für mich persönlich als nicht praktisch herausgestellt. So, das war es auch schon. Es ist also meine Uhr, die ich tatsächlich zweimal besitze. Das hier ist das Modell, was ich am Schreibtisch stehen habe, als Referenzuhr, um meine anderen Uhren zu stellen. Ihr seht, die Uhren laufen auseinander. Das liegt daran, dass bei dieser Uhr hier, und das ist tatsächlich etwas, was ich zeigen kann, hier oben kein Received steht. Hier, ich mache das näher an, mache das deutlicher, steht ein Received. Das heißt, sie hat das Funksignal empfangen und sie geht genau. Bei dieser Uhr ist das nicht passiert. Man kann sehen, am 11. Juli hat sie zum letzten Mal ein Funksignal bekommen, und zwar um 5.04 Uhr. Das liegt daran, dass diese Uhr unter meinem Rechner steht, unter meinem Bildschirm und dort etwas abgeschirmt ist. Ich kann den Funkempfang aber forcieren und manuell auslösen, indem ich hier einfach länger drauf drücke. Und schon seht ihr, dass sie im Empfangmodus ist. Das Received blinkt. Und ich eine Empfangsstärke von 3 habe, weil ich sie jetzt vom Rechner weggenommen habe. Somit wird diese Uhr jetzt auch wieder an die Atomzeit angepasst. Ich lasse es einfach mal laufen und werde euch danach zeigen, dass die Uhren beide wieder identisch gehen. In der Zwischenzeit kann ich euch hier vielleicht zeigen, wann diese Uhr zuletzt den Empfang hatte, um 3.02 Uhr in der Nacht, und zwar am 25. Insofern ist das hier die genau gehendere Uhr und das ist meine Schreibtischuhr. Ich halte sie mal so nebeneinander in der Hoffnung, ihr seht, bei meiner Schreibtischuhr blinkt es immer noch. Das heißt, auch hier geht der Vorgang noch weiter. An dieser Stelle lasse ich die Uhr stehen und spule dann so lange vor, bis das Funksignal tatsächlich ganz empfangen wurde. So, es ist passiert. Ihr seht, am 25. ist das Signal empfangen worden, und zwar um 10:07 Uhr. Das ist die Zeit, wo ich das Video gedreht habe. Ich gehe jetzt auf die Uhrzeit zurück und jetzt sollten die beiden Uhren auch wirklich absolut synchron laufen. Meine Schreibtischuhr geht dahin zurück, wo sie hin soll. Und das ist die Uhr, mit der ich jetzt gleich den Härtetest durchführen werde. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, und ihr habt euren Spaß dabei. Bis gleich. Das Testszenario: Eine G-Shock, ein Fenster im dritten Stock. Ups, das bin ja ich. Ein gepflasterter Gartenweg, etwas Mut, noch mehr Mut und die Schwerkraft. Und die Schwerkraft tut ihre Wirkung.
So, jetzt aber schnell nachsehen, was passiert ist. Die G-Shock hat den Sturz aus dem dritten Stock von einer kleinen Schramme und etwas Dreck abgesehen gut überstanden. Das Glas ist heil und alle Funktionen sind gegeben. Ich bin begeistert. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, habt ihr jetzt die Gelegenheit, das nachzuholen. Ihr könnt mich auch gerne weiterempfehlen, verlinken oder aber, wenn ihr einen eigenen YouTube-Kanal habt, auch gerne einmal erwähnen.